Hallo Aktienfreunde, jetzt geht's weiter mit meinen 5 Spieldepots. Und zwar sind heute noch das Mega-Hype-Depot und das Sicherheitscheck-Depot dran. Gleich erfahrt ihr, wie sich die Depots im September entwickelt haben. Zuvor aber noch der Hinweis: Das Ganze ist nur ein Spaßprojekt und keine Anlageberatung. Das Video dient nur der Information und stellt keine Handelsempfehlung dar. So, jetzt legen wir los. Zuerst mit dem Mega-Hype-Depot. Und hier seht ihr nochmal alle Aktien, die sich im Depot befinden, im Überblick. Und dann wechseln wir auch schon gleich in die Performance-Übersicht. Und die seht ihr hier. Und da sehen wir schön, dass das Depot im September an Wert verloren hat. Und zwar fast minus 8,9%. Ja, und welche Aktien haben denn am besten und am schlechtesten abgeschnitten in diesem Depot? Und das sehen wir hier. Also 4 Aktien haben den Monat im Plus abgeschlossen. Und zwar BioNTech mit plus 22%. Die Aktie war am besten. Dann folgt NIO mit 8,9%. Dann PowerCell Sweden mit 1,4%. Und Plug Power mit 0,7%. Also die 4 Aktien haben den Monat im Plus abgeschlossen. Und 5 Aktien sind ins Minus gelaufen. Und das sind die Aktien Nikola zum einen. Die sind am heftigsten eingebrochen mit einem Minus von 48% circa. Dann folgt Neil Asa mit minus 26,5%. An dritter Stelle Tesla mit minus 11%. Dann ITM Power mit minus 9% circa. Und an fünfter Stelle Ballard Power mit minus 7,4% fast. Ja, und wie hat sich denn das Depot im Vergleich zu drei großen Indizes geschlagen? Und das sehen wir hier. Also die schwarze Linie ist das Mega-Hype-Depot und das sehen wir schön, dass dieses Depot schlechter gelaufen ist als der S&P 500, die blaue Linie, und der MSCI World und der DAX. Und hier in diesem kleinen Fenster seht ihr nochmal die genauen Zahlen im September, also die Performance. Und dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Depot, und zwar mit dem Sicherheitscheck-Depot. Und hier seht ihr erst nochmal alle Aktien ebenfalls im Überblick. Und dann wechseln wir auch hier in die Performance und hier sehen wir, dass das Sicherheitscheck-Depot das den Monat im Plus abgeschlossen hat und zwar mit einem Plus von fast 0,8% im September. Und welche Aktien haben denn am besten und am schlechtesten abgeschnitten im September? Zuerst zu den besten 5 Aktien. Das sind zum einen die Merck-Aktie mit einem Plus von fast 8,5%, dann folgt Adidas mit 8,3% fast, dann Novo Nordisk und McDonald's, die haben jeweils circa plus 7% gemacht und an fünfter Stelle Diageo mit einem Plus von circa 6,1%. Jetzt noch zu den 5 schwächsten Aktien in diesem Depot im September. Und es war zum einen die Münchner Rückaktie mit minus 11% circa, dann Altria mit minus 9,5%, an dritter Stelle BlackRock mit 5,5% minus und an vierter Stelle die Microsoft-Aktie mit minus 5,2% circa und an fünfter Stelle die Cisco Systems-Aktie mit minus 4,2%. Ja, und auch hier schauen wir uns an, wie sich dieses Depot im Vergleich zu den drei Indizes geschlagen hat. Und hier sehen wir schön, dass das Sicherheitscheck-Depot am besten abgeschnitten hat, also besser als DAX, MSCI World und S&P 500. Und hier in dem kleinen Kasten noch die genauen Performance-Zahlen. Und jetzt habe ich die Entwicklung aller Spiegeldepots im Vormonat analysiert, also alle 5 Depots. Und die anderen 3 Depots habe ich ja im letzten Depot-Video gecheckt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch doch an. Und jetzt zum Abschluss noch zur Rangliste aller 5 Spiegeldepots, also welches Depot hat denn im Vormonat, also im September, am besten abgeschnitten. Und das sehen wir hier. Und hier sehen wir, dass das Sicherheitscheck-Depot am besten war mit einem Plus von 0,8% fast. Dann folgt das Dividendenkracher-Depot mit minus 3,1% und an dritter Stelle das Winner-Depot mit minus 4,4% fast. Und an vierter Stelle das Loser-Depot mit fast 5,9% minus.
Und auf dem letzten Platz das Megahype-Depot mit einem Minus von fast 8,9%. Also das Sicherheitscheck-Depot war am besten im September und auch besser als die drei Indizes. Und hier unten seht ihr auch noch, wie sich die fünf Depots im August geschlagen haben. Und alle fünf Depots waren im August besser als im September. Und das Sicherheitscheck-Depot war das einzige Depot, das beide Monate, also die beiden letzten Monate, im Plus abgeschlossen hat. So, das war's dann wieder mal. Und im nächsten Monat gibt es dann wieder Updates zu den Spielgelippos. Macht's gut und bis bald.